Bon, allez, je vous fais le troisième magasin là. C'est chez moi, c'est Edeka. Allez, on va voir ce qui va se passer là. C'est parti, mon kiki. Alors, tu as mis la musique sur le bar, je te laisse, sur le chantier là. Ça va aller, c'est parti, mon kiki. Ah ouais, c'est bon. C'est mon jour préféré là depuis 2 ans. Bien. Bon, tu vois, lui déjà dehors, il le met. Tu vois. Il l'a mis déjà dehors. Morgan! Ça va? T'as cru que c'était une leçon, hein? Hab ich auf den Tag gewartet. Ja. Oh, attends. Oui, ça va, il le porte pas. C'est pas mal. Regarde, je fais un petit peu. Tu peux voir ce qu'ils font là? Ah, c'est comme dans les autres magasins. Ouais. Bonjour. Guten ja. Morgen, schönes Gesicht. Moi, il n'y a que les gens qui portent pas le masque qui sont contents, qui font. Guten Morgen, die schöne Gesicht. Schön, guten Morgen, die schöne Gesicht. Wollte ich nur sagen. Il n'y a que les gens qui ne portent pas le masque, qui sont contents. Et il y a les gens qui portent le masque, ils ne discutent pas, ils sont là. Ils disent rien. Bon, oh, je vais acheter quelque chose pour mon chat. Ils sont là comme ça. Comme d'habitude, la tête dans le cul, la tête dans le masque. C'est le gros délire. C'est le gros délire. Meine Fresse. Et que les gens qui portent le masque qui sont pas contents. Meine Fresse. Oh, le monde, il est bizarre. Que le monde. Bon, ça va, il n'y a pas grand monde là. Mais bon, vous avez quand même vu quoi. Que bah, les gens ils sont lobotomisés quoi. On va prendre de petites bibines là. Tu vois. La lobotomisation, ça y va, ça y va. Bah, c'est dommage pour les caissières quoi. Ah ouais. Après je vais aller voir ma boulangère. Mais c'est dommage, vous comprenez pas ce que je dis pas mal moi. Danke dir. Danke. Und schöner Tag, gell? Ja. Bitte, schöner Tag. Hallo, grüß dich. Morgen kriegst du ein Lächeln von mir heute. Ja. Ja, schade, dass du wieder noch weiter tragen musst. Das ist ein bisschen blöd für dich. Ja? Oh ja. Hat keine Angst. Ich muss sagen, ich bin so gut. Ja, das merke ich, weil von 10 Leuten 8 tragen noch die Maske. Ja. Die haben alle Angst von dieser böse, 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 böse. Ja, wir haben jetzt gehabt 3 Dinge, gell? 2. 2. Ja. Ich hab die jetzt nicht gehabt, die ich jetzt angekriegt, weißt du? Ah ja. Hat nicht mit der Maske zu tun. Aber wenn ich selber zum Einkaufen gehe. Schau, wenn du das Geld anfasst und dann machst du so, ja. Kannst du auch haben. Mit oder ohne Maske. Ja. Das ist scheißegal. Das Schlimmste, das sind die Einkaufwagen. Da ist so viel Bakterien drauf. Meistens ist es um Geld. Und da hilft dir keine Maske, weißt du? Das ist jeder selber entscheidet. Ja, das sage ich, aber ja? Die Leute sind so lobotomisiert, dass das nicht mehr normal ist. Stimmt, oder? Danke. Dann, ich wünsche dir einen schönen Tag. Danke dir. Und ich hoffe, dass du viele Gesicht sehen wirst heute. Wenn nicht, dann nicht. Servus. Ja. So, elle était pas contente. Hier ist ein Gesicht, freie Maske. Guten Morgen. So, bitteschön.
Ich nehme zwei Semmel, bitte. Was kriegst du? Hä? Was kriegst du? Zwei Semmel. Halb hoch. Nein, habe ich noch. Nein, ich habe da so kleine, kleine Experimente gemacht heute. Ich war schon beim Norma, ich war beim Netto. Ich habe da geschaut, wie viel noch diese blöde Dings auf den Mund tragen. Wollte ich nur einfach checken, weißt du? Ich trage viele noch. Und ich habe aber schöne viele Leute, enfin, viel nicht. Von 10 Leuten, 8 tragen die Maske noch. Echt? Ja. Hier sind viele, wo sie noch waren. Und ich hab da so Leute getroffen, die haben mir sogar in den Arme genommen. Guten Morgen, Maske. Und sogar eine Frau. Und die Leute, die sind böse. Und ich sage, warum tragen sie nur? Weil da. Und der Russum war, du bist gegen die Maske, bist du. Jetzt ist es umgekehrt. Ja. Ich habe, wie gesagt, eine Frau gesehen, so in meinem Alter, so um die 50. Ja. Und die haben mich sofort umarmt und so, ah, oh, schön und so. Überhaupt nicht. Weißt, wir haben da gleich diskutiert, so Viertelstunde lang. Ja, super. Ey. Ja, das ist das Blöde. Das ist blöd. Ja? Weil ja. Die genau wissen, dass die Maskenpflicht eh wieder kommt. Ja, irgendwann schon. Dann werden sie wieder ja und nein, ja und nein. Mach, was der Fernseher sagt. Wenn der Fernseher irgendwann sagen wird, da schiebt dir ein Croissant in den Arsch. Und dann musst du nur so rausgehen, wenn die Leute deine ganze Croissant kaufen, im Arsch reinstecken und einkaufen gehen. Weil Fernsehen gesagt hat. Verstehst du? Was? Mal sehen. Deswegen tun sie es bei uns mal. Ja, mal sehen. Aber jetzt mal, das ist mein Lieblingstag heute, seit 2 Jahren. Meiner war gestern schon. Ach so. Ich wusste dir was. Servus. Hey, wow, attends. Wow, ich hab dein Gesicht so lange nicht mehr gesehen. Hey, servus, Mama Party, komm, Mama. Du warst schon 3 Jahre nicht mehr da, oder? Sei schon lang. Seit 4 Jahren. Aber macht wieder Spaß heute. Ja, nur gibt's ein paar Leute, die haben noch nicht verstanden. Ja, schau. Solltest du hier und dann sagen, umgekehrt jetzt, ne? Mit kommst du nicht rein. Das wäre schon geil, oder? Schau, wieder so ein schönes Gesicht. Schau, überall nur lauter, ja. Schönes Gesicht. Ja, aber da gibt es kaum viele Leute. Gibt es ganz viele Leute, die haben noch nicht verstanden. Ne? Das macht so, weil Fernsehen gesagt hat, muss nicht unbedingt. Okay? Schlimm, oder? Ja, jeder wie er möchte. Ja, schau, wunderbares Gesicht. Oder? Guten Morgen. Ja, du magst nicht. Nee, du magst nicht. Na dann, servus. Na, tu vois, quand même des gens. Da, moi, je te fais la fête là-dedans. Puis il y a des gens. Das Leben ist scheiße. La vie, c'est de la merde. Avec le masque ou sans le masque? Bon, ben voilà, j'ai fini mon petit tour là. Tu vois, sur les chantiers, ils portent pas les masques. Sur les chantiers. Ça fait longtemps qu'ils ne portent plus les masques sur les chantiers. Bon, allez. Vous avez vu aujourd'hui ce qui se passe en Allemagne. Enfin, depuis hier, il y a le port du masque obligatoire est fini. Ça fait que... Non, en plus, je ne me suis pas rasé exprès. Voilà. Ça fait que... Moi, je me suis amusé là. Voilà. Ok, bon, bah, c'est la fin de la vidéo. Je vous dis... Servus, à la prochaine.